Ja, also mein Name ist Daniel und ich wollte euch ein bisschen was über Plausible Deniability erzählen, beziehungsweise den aktuellen Stand. Das heißt, es wird jetzt nicht so wissenschaftlich, sondern eher so eine Übersicht, wie es jetzt aktuell ausschaut und so ein paar Grundlagen und so weiter. Dazu muss ich sagen, kleiner Disclaimer, ich bin leider ziemlich übermüdet. Ich versuche das halbwegs organisiert hinzukriegen. Wenn ihr mir nicht mehr folgen könnt oder so, in meinem Kopf macht das meistens dann noch Sinn, dann sagt es. Ne? Und wenn ihr irgendwie Zwischenfragen habt, einfach melden oder so, passt schon. Und dann kriegen wir das hin. Genau, am Anfang so eine kurze Einführung. Im Prinzip habe ich das zweigeteilt, das Thema. Einmal diese Deniable Encryption, also die technische Seite, was man so machen kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Und zum anderen ist es ja auch immer so, dass ich letztendlich eine Passphrase brauche, die ich irgendwo ablegen muss oder ja, die ich irgendwie merken muss oder sowas. Und da wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen und vielleicht noch eine kurze Diskussion mit euch führen, wie man das denn am sinnvollsten machen könnte, weil mir sind da nicht wirklich gute Sachen eingefallen, muss ich leider sagen. Und ich habe leider noch nicht viel dazu gefunden. Aber schauen wir mal. Also wie gesagt, erstmal kurze Einführung, dann so den Deniable Encryption Part in verschiedenen ja, Sicherheitsstufen, sage ich mal, bis hin zu diesen steganographischen Dateisystemen. Und natürlich auch die andere Seite, wie man dann wieder rausfindet, dass dann da doch vielleicht Daten da sind und wie man da dran kommt. Und wie gesagt, am Schluss noch kurz diese Password Storage Sache. Ja, natürlich eine Zusammenfassung. Genau, also ich selbst studiere gerade Master an der HTW in Berlin und habe ein kleines Paper dazu geschrieben im Rahmen von der Veranstaltung Wissenschaftliches Arbeiten. Und jetzt kommen wir auch schon dazu, warum ich hier bin. Der Deal ist nämlich von meinem Prof, dass, also jeder schreibt ein Paper und wenn man es schafft, es irgendwo vorzutragen auf einer Konferenz, kriegt man die Reisekosten bezahlt und kriegt eine 1-0. Und die ist ausgefallen. Und da fährst du nur hierher. Na, reicht doch, oder? Also. Übersee, ja. Na, da gab es nur die Hälfte. Also in Europa das Ganze und Übersee die Hälfte. War zumindest die Ansage. Ob das so übernommen wird, weiß ich jetzt nicht, aber ist wohl. Also ich habe mir trotzdem versucht, Mühe zu geben und was Cooles zu präsentieren. Ja, also genau, wenn ihr mal eine Uni mit zu viel Geld braucht, HTW, wie gesagt, Berlin, könnt ihr gerne vorbeikommen. Genau, also dann fangen wir erstmal so an. Also ihr seid übrigens auch die Versuchskaninchen für die Präsentation. Ich muss ja nochmal an der Uni halten. Von daher, ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, erstmal so das technische Feld der Deniable Encryption. Die Sache ist ja im Prinzip, Daten verschlüsseln ist immer schön und gut. Macht ja hoffentlich jeder von euch. Aber die Sache ist halt, wenn man da irgendwie hochgenommen wird oder an der Grenze das Notebook abgeben muss oder wie auch immer, vielleicht ein bisschen Dreck am Stecken hat, wer weiß, ist ja immer schlecht, wenn man dann offensichtlich verschlüsselte Daten da hat, weil da muss ja irgendwas sein. Ist ja erstmal so die Grundannahme. Und da wird natürlich direkt auch unterstellt von den Behörden, dass man das Passwort weiß und dass man natürlich das Passwort auch gerne rausgibt. Wir wollen ja alle kooperieren. Und hier setzt eben Deniable Encryption an. Das heißt, die Idee ist einfach, dass, wenn ich nicht das richtige Passwort weiß, ich einfach nicht sagen kann, dass da irgendwelche Daten vorliegen. Genau. Prinzipiell baut das auf der sogenannten Steganographie auf. Die ist schon ewig alt. Ganz früher wurden halt ja, zu Cäsars Zeiten irgendwelche Schlagwörter in Texten versteckt, um Nachrichten zu übermitteln. Und das hat es natürlich entsprechend weiterentwickelt. Und die Idee ist im Prinzip, dass ich quasi, dass ich ein Verfahren anwende auf einen Text oder auf irgendwelche Daten. Und dass, wenn das gemacht wurde, ein Dritter nicht weiß, dass es gemacht wurde. Dann ist es quasi erfolgreich, die ganze Sache. Das ist so die grundlegende Idee dahinter. Der Begriff selbst von der Plausible Deniability wurde von Julian Assange, den kennt vielleicht der ein oder andere, und Ralf Weinmann eingeführt, und zwar schon 1996, 97 rum. Da haben sie sich schon überlegt, naja, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn wir irgendein Dateisystem hätten, wo man gar nicht sieht, welche Daten da so drauf liegen oder ob viele wenige Daten drauf liegen, wie auch immer. Das haben die dann Rubber Hose Filesystem genannt, in Anlehnung an sogenannte Rubber Hose Kryptoanalyse, das ist nichts anderes als Folter. Kommt da, dass Leute wohl mit einer Gummihose verprügelt wurden. Bitte? Schlauch. Ach, Schlauch, genau, siehst du? Ja, also nicht toll, auf jeden Fall. Genau, und da wollten sie quasi Leuten was in die Hand geben, dass es möglichst gar nicht so weit kommt und dass sie halt plausibel sagen können, naja,
haben wir nicht, kennen wir nicht, wissen wir nicht. Alles gut. So. Das war so der Ansatz, das haben sie bis zu einem gewissen Grad implementiert, dann haben sie wieder aufgehört. Ich habe leider nicht so ganz rausfinden können, warum. Eigentlich ist es vom Ansatz her gar nicht schlecht gewesen, aber es gab so zwei, drei, naja, Pre-Alphas oder so und dann war es das halt wieder gewesen, auch im Linux-Kernel 2.2 oder 2.0, also ewig alt. Das Ganze wurde dann ein bisschen wissenschaftlich her nochmal betrachtet, 1997, von ein paar anderen Herren, wobei die sich eher damit beschäftigt haben, naja, was ist denn mit der Kommunikation? Also, ihr kennt es mittlerweile alle unter OTR. Das waren im Prinzip so die Grundlagen dafür, die da, wie gesagt, ein bisschen wissenschaftlicher ausgeführt wurden. Genau, erstmal so ganz grober Rahmen. Und genau, da kommen wir im Prinzip schon zu den einzelnen verschiedenen Möglichkeiten. Und das Simpelste, was ich machen kann, ist im Prinzip, dass ich Dateien in Dateien verstecke oder Informationen in Dateien verstecke. Das heißt, ich verändere Dateien so, dass sie aussehen, als wären sie nicht verändert worden. Das geht halt besonders gut mit Bildern oder Musikdateien, wo ich dann bei Bildern halt irgendwelche Farbkanäle ändere, die ich einfach im Auge sowieso nicht sehe. Oder wo ich ja im Zweifelsfall vorher nicht weiß, wie es aussieht und solange es noch halbwegs normal aussieht, dann stört mich das nicht. Oder auch Musikdateien, irgendwelche ja, Frequenzen, die man sowieso nicht hört. Da fällt einem auch nicht auf, wenn da irgendwie mehr oder weniger drin ist. Als Beispiel habe ich jetzt mal hier von Wikipedia eins geklaut. Oben sieht man das Originalbild mit den versteckten Daten. Und unten ist das, was drin ist, nämlich eine Katze. Da kann man natürlich beliebige andere Sachen auch reinpacken. Aber prinzipiell sieht man schon, dass selbst so ein JPEG-File da relativ mächtig ist. Ja, gerne. Nein, weil die Daten, also es wird nicht mehr, sondern du veränderst ja nur die Daten. Das heißt, es sieht, ja, es kann natürlich passieren, je nachdem, was du da drehst, dass es einen Ticken größer oder kleiner wird, aber es ist nichts, was irgendwie auffällig sein sollte. Genau, also die Vorteile davon sind natürlich, dass die Implementierung relativ simpel ist. Also es gibt da zig Tools mittlerweile, wo man das reinmischen kann, die haben auch viel aus der Hand nehmen. Problem ist natürlich, ich kann nicht viel reinpacken. Also, weiß ich nicht, eine Bankverbindung oder keine Ahnung, was man da so verstecken wollte oder ein Passwort oder keine Ahnung, sowas geht. Aber halt viel mehr nicht. Problem ist halt auch, beziehungsweise was natürlich möglich wäre, wäre es auf verschiedene Bilder aufzuteilen oder verschiedene Dateien. Aber, bitte? Simpel ist das? Nee, eben, das wollte ich gerade darauf hinaus. Also, genau, also dann müsste ich die Daten erstmal aufteilen, manuell wieder in mehrere Sachen reinbauen und so weiter. Also das ist eigentlich nicht wirklich benutzbar. Aber im Prinzip eine relativ einfache Sache, wenn ich halt wenige Informationen mal schnell irgendwie... Ja, bitte? Also wegen simpler Implementierung, viele der steganographischen Tools, die man bekommt, die gehen gerade her und nehmen zum Beispiel Bilder her und sagen, oder nehmen eine Audio- oder Tonspur und sagen, ja, das niederwertigste Bit ist ja quasi Rauschen und da schreibe ich mein verschlüsseltes Ding rein. Man muss aufpassen, dass also viele Geräte, also sowohl die Kamera, die ein Bild aufgenommen hat, als auch ein Mikrofon, das gerade einen Ton aufnimmt, ein charakteristisches Rauschverhalten hat, was sich vom weißen Rauschen, was eine verschlüsselte Datei ist, unterscheidet. Also wenn man es primitiv machen möchte, vor der Schwester verstecken, dann reichen so ziemlich alle Tools. Wenn man da ernsthaft was verstecken möchte, was auch nach Analyse standhält, dann ist es nicht sehr simpel. Da muss man aufpassen. Also okay. Ich bin auch kein Tool, was man wiederfindet. Ja, das ist halt immer so die Sache, da komme ich auch später noch drauf, dass zwar alles so schön und gut ist mit dem ganzen Datenverstecken etc., aber letztendlich sehr, sehr schwer ist, das auch so zu machen, dass wirklich keiner das findet. Ja, wie gesagt, erstmal so die groben Beispiele, die groben Methoden. Was jetzt ein bisschen praktischer ist, ist, die Daten in einem freien Speicherplatz zu verstecken. Das heißt, ich habe meine Systempartition, habe dahinter halt noch ein bisschen was frei und da lege ich dann meine Daten rein in Form von einer versteckten Partition. Da wird der Speicher von den, also zumindest von den gängigen Tools, erstmal halt mit random Sachen überschrieben, um das möglichst danach nicht auffindbar zu machen. Und da ergibt es natürlich das Problem, dass wenn ich
alles mit random Sachen überschreibe, weiß ich natürlich auch nicht, wo meine ganzen Daten liegen etc. oder wo ich anfangen soll mit meinen Daten. Aus dem Grund gibt es bestimmte Stellen, die quasi pro Programm vordefiniert sind, wo die Software quasi guckt mit einer entsprechenden Passphrase, ob da jetzt Daten liegen an bestimmten Sektoren oder Blöcken. Und wenn da was liegt, dann hat er quasi Informationen, um das Ganze einzuhängen. Und wenn nicht, dann ist es halt irgendwelche random Werte und das war's dann. So heißt, dann läuft es im Prinzip, beziehungsweise in der Theorie. Ein Beispiel hierfür ist TrueCrypt. Das kennt, denke ich, jeder. Das funktioniert relativ lange relativ gut, aber ist natürlich auch mittlerweile nicht mehr sicher. Zumindest hier diese erste Implementierung von denen wurde auf jeden Fall gefunden, relativ einfach mittlerweile auch. Weitere, also erstmal Vorteile sind natürlich, dass es auch relativ simpel ist. Bei TrueCrypt klicke ich dann halt freier Speicher, wähle mein Volume aus und so weiter. Wird natürlich, wie du schon sagtest, je nachdem, wie weit ich das treiben will, auch komplizierter. Ich habe natürlich entsprechend viel Platz für meine Daten. Wenn ich jetzt, weiß nicht, eine Terabyte Festplatte habe und nehme 50 GB für mein Linux oder Windows oder was auch immer, habe ich noch entsprechend viel frei, um meine Daten reinzupacken. Problem ist aber, das ist relativ auffällig. Also das heißt, wenn ich jetzt, eine Terabyte Festplatte habe und habe 100 GB belegt und der Rest ist frei dahinter, nicht so ideal. Macht noch ein Problem. Das Problem ist, man muss ganz arg aufpassen, dass man nicht aus Versehen halt mal noch ein bisschen mehr reinschiebt. Oh, Film kopiert zu viel. Genau. Oder seine Windows-Partition vergrößert oder sowas. Das ist dann auch immer ganz schlecht. Ja? Anderes Problem, was du mit TrueCrypt noch hast, du hast das Inverse-Problem zur Plausible Deniability. TrueCrypt ist ja inzwischen also dafür bekannt, dass es diese Partition in der Partition verstecken kann. Und angenommen, man kommt in die unangenehme Situation, dass man da in der hochnotpeinlichen Befragung steckt und dann ist da der Laptop und dann sagen Sie doch bitte schön mal Ihr TrueCrypt-Passwort und dann nach mehr oder minder intensiver Auseinandersetzung verrät man es dann auch. Und dann kommt die Frage, jetzt sagen Sie mal Ihr zweites Passwort für das Hidden Volume drin. Und ganz böse für die Leute, die tatsächlich kein Hidden Volume haben, die können nämlich, die haben keine Chance zu beweisen, dass sie nichts drin haben. Und wenn man da in einem weniger rechtsstaatlichen Verhältnis ist, kann einem das, fürchte ich, eher zum Verhängnis werden als der umgekehrte Fall. Ja, das stimmt wohl. Das ist nämlich das, die Sache, auf die ich als nächstes kommen wollte. Und zwar versucht TrueCrypt diese ganze Sache noch ein bisschen weiterzuführen, denn so ein ganz sauberer Rechner ist ja auch immer so eine Sache. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie offiziell nur mein Betriebssystem habe mit allen Standardkonfigurationen und sonst nichts auf dem Rechner, ist das einfach unglaubwürdig. Und da ist die Idee, dass ich quasi ein Kryptovolumen erstelle, was auch erkennbar sein kann, wo ich dann quasi den Key weggeben kann und das quasi gesehen werden darf. Aber ich da drin ein zweites verstecke, was halt eben nicht gefunden werden sollte. Und zwar wird da eben zunächst auch das äußere Volume erstellt und dann im freien Platz, also ich kann dann definieren, ich möchte für das äußere Volume so und so viel benutzen und für das innere dann so und so viel, wird dann ein zweites innen drin erstellt. Ich habe dann halt einfach zwei Passphrases, einmal für das innere, einmal für das äußere. Und gebe natürlich die für das äußere Preis, wenn ich muss, natürlich nicht so, ja, natürlich, hier könnt ihr haben, gar kein Problem. Muss halt schon glaubhaft sein. Ist zumindest die Idee, wie gesagt, dabei. Genau, auch hier Beispiel TrueCrypt implementiert es und, jetzt muss ich überlegen, BestCrypt heißt es, glaube ich, macht es auch. Also haben relativ viele mittlerweile aufgegriffen. Auch das hier relativ simpel mit TrueCrypt. Zumindest, wie gesagt, die Frage ist natürlich immer, wie weit ich das treiben will. Auch hier habe ich natürlich Platz für relativ viele Daten, weil ich ja ein extra Volume erstelle. Hat aber diverse Nachteile. Also zum einen müssen diese Decoy-Daten schon gut gewählt sein. Das heißt, wenn ich da, weiß nicht, einen komischen Porno reinlege oder so, das glaubt mir halt kein Mensch, dass ich das jetzt alleine verschlüsselt habe und irgendwie vorher, weiß nicht, irgendwelche AKWs hacke oder so. Das ist halt, wie gesagt, ein Problem. Also, ja, was du ja schon sagtest, man muss auch dann auch glaubhaft versichern können, dass man nur diese verschlüsselten Daten hat und keine mehr. Ja, aber was machst du das unter Rubber Hose Attack? Wie machst du das? Ja, nee, klar, also genau der Punkt. Die Leute, gegen die du dich damit schützen möchtest. Also in einem Rechtsstaat kann das Schlimmste, was dir da passieren kann, dass sie, also zumindest in Deutschland, bekannter macht, was zumindest dokumentiert ist, ist, dass sie blöffen.
schaust dir an. Ja. Und aber ansonsten kannst du darauf beharren und irgendwann musst du mit dem Anwalt reden können und dann hat das Spielchen relativ schnell ein Ende. Ja. In Deutschland hast du aber auch die wunderbare Situation, dass du gar nicht gezwungen bist, das erste Passwort rauszugeben. Weil das Recht besagt, dass du dich nicht selbst belasten musst. Ja. Du brauchst diesen Schutz, brauchst du dort, wo du diesen rechtsstaatlichen Schutz nicht hast. Aber genau dort kannst du mit TrueCrypt eben ins offene Messer laufen, weil auch denen ist bekannt, dass es da ein Inner Volume geben kann. Du kannst aber nicht beweisen, dass du keines hast. Ja, außer wie gesagt durch Indizien halt, nämlich dann ja, versuche es, die Ablenkungsdaten zu wählen und eventuell halt das Inner Volume ganz klein machen. Aber du hast völlig recht, also letztendlich kann ich es nicht ausschließen. Ja, bitte? Man kann doch ein theoretisch auch mehrere von diesen Inner Volumes dann haben, in die Selbstwertung, ja, also man kann es theoretisch natürlich beliebig tief treiben, aber. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es dann immer irgendwelche random Daten, die verschlüsselt sein könnten, noch rumliegen und eben diese Rubberhouse-Attacke eben genauso weit getrieben wird, weil ich sage, naja, können ja auch N-Volumes drin sein. Sag mal, bitte schön. Ist das immer noch so, dass das Outer-Volume danach nicht mehr angefasst werden darf? Ich habe es ausprobiert und einfach so, mach ein Outer-Volume, schmeiß was rein, fass es nie wieder an und mach da dann das Inner-Volume. Ja, da dachte ich mir auch so, ja gut, wenn ich so ein Ding mal vor 2 Jahren gemacht habe, dann habe ich da 10 Dateien ja. drin, die haben den letzten Timestamp von vor 2 Jahren. Dann denke ich mir auch als erstes, okay, er hat dann schlüsseltes Volume, ja. das er wahrscheinlich häufig benutzt. Und die Dateien, die da drin sind, die sind 2 Jahre alt und wurden seitdem nicht mehr angefasst. Ja, also das gab es das Problem damals. Mittlerweile ist es so, dass du das Äußere auch verändern darfst. Und zwar, das ist nicht der andere Punkt hier, das andere negativ. Ich muss, wenn ich es wirklich benutze, beide Passphrases angeben, damit TrueCrypt weiß, dass ein Inneres existiert. Und dann kann ich mit beiden arbeiten, weil er weiß ja, wo die Grenzen sind. Wenn ich das nicht mache, habe ich natürlich die Gefahr, dass ich mir die Sachen überschreibe und ja. Wobei natürlich im Zweifelsfall lieber überschreibe ich mir die Daten vor den Vollzugsbeamten, als dass ich sie irgendwie rausgebe. Ne? Davon abgesehen. Bitte schön. Eine kleine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt. In Großbritannien kannst du ja unter Gefängnisstrafe, ja. wenn du dein Passwort nicht rauskriegst. Können die dich auch ins Gefängnis stecken, wenn sie vermuten, dass du so einen Anti-Space-Container hast? Naja, es ist ja mehr, hatte ich eben schon mal erzählt. Naja, es gibt ja auch so eine Indizien-Sache. Also zumindest kannst du in Untersuchungshaft genommen werden, dann gibt es noch Gefahr im Vollzug und so weiter. Also da können die schon leider relativ viel machen, wenn sie dir wirklich Böses wollen. Es ist halt wieder die Frage, wie plausibel man nachweisen kann, dass das die einzigen verschlüsselten Daten sind, etc. Aber gehört, muss ich sagen, habe ich noch nicht davon. Wäre aber eigentlich mal ganz interessant, ob es sowas schon mal gab, muss ich sagen. Ich glaube, es gab generell erst einen Fall, wo jemand gezogen wurde. Generell, ne? Wobei ich auch schon weiß, dass einer vom CCC mal irgendwie, glaube ich, 3 Tage oder 2 Tage festgehalten wurde am Flughafen, genau deswegen. Also ist nicht in Haft, aber immerhin also schon da lokal festgehalten wurde. Genau, also so, das ist erstmal so die plumperen Sachen, sag ich mal, um da ranzugehen. Und die Königsdisziplin im Moment zumindest, oder eine der besseren Varianten, sind sogenannte steganographische Dateisysteme. Da ist die Idee halt einfach, dass ich keine Software mehr habe, die ich irgendwie extra installiere, was ja auch wieder so eine Sache ist. Ne? Also wenn ich jetzt TrueCrypt installiert habe, installiere ich das ja nicht, um es nicht zu benutzen, sondern habe ich es in der Regel auch benutzt. Könnte ja auch wieder so ein Indiz sein. Wobei es natürlich auch wieder To-Go gibt, aber so ne? von der Theorie her. Und die Idee ist halt jetzt hier bei diesen steganographischen Dateisystemen, dass ich quasi ja, keine extra Software habe. Ich habe das ja entsprechend formatiert natürlich, aber wenn ich das Passwort für bestimmte Dateien nicht habe oder nicht angebe, dann sind die einfach nicht vorhanden. Das sieht zumindest so aus. Das Ganze wurde auch bereits 1998 schon theoretisch vorgestellt und auch ja, in diversen Dateisystemen implementiert. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber jetzt frage ich mich gerade, warum ich die Folie 2 mehr hier drin habe. Das soll ich rausnehmen. Genau, also die Idee ist dabei generell, dass ich die Daten halt selektiv verschlüsseln kann. Das heißt, ich habe einzelne Dateien oder Gruppen von Dateien, die halt ein Passwort haben. Und ich brauche natürlich auch den Namen, um die zu entschlüsseln, sodass ich dann quasi auch selektive Informationen weggeben kann. Ist auch wieder so ein bisschen mit diesem Inner-Outer-Volume, aber natürlich noch viel diffiziler. Das heißt, ist eine gute Frage, was man da jetzt unterstellen würde. Aber es ist Fall, glaube ich, schwerer als zu sagen, naja, okay, du hast TrueCrypt und hast ein Outer-Volume, oder hast ein Volume, wo noch so und so viel frei ist. Da
da ist wahrscheinlich noch was. Bitte schön. Ich meine, das identifiziert sich doch irgendwie, ja? Dann habe ich da Dateisystem des Datenträgers, stereografisches Dateisystem. So. Ich meine, das würde ja nur funktionieren, wenn das tatsächlich jeder benutzen würde. Aber andererseits ist es doch genauso wie TrueCrypt. Wenn ich dieses Dateisystem habe, dann habe ich es nicht so, weil es so effektiv ist oder weil es jeder benutzt, sondern genau, weil ich diese stereografische Eigenschaft benutze und damit bin ich in der gleichen Sicherung wie TrueCrypt auch. Ja, prinzipiell schon, das stimmt. Ja, aber es ist natürlich auch schwer, irgendeine Alternative zu finden. Ne? Also entweder ich kann das irgendwie plausibel machen, dass es eben nicht so ist, dass ich die Daten habe. Ja, ich glaube, du warst zuerst. Ja, oder die nächste Ubuntu-Distro-Release hat halt in ihrem Klickmenü halt die Option, grafisches... Oder einfach mal per Default an, das merken die Leute sowieso nicht bei den heutigen Rechnern. Ja, sowieso. Oder ich habe da einfach drauf geklickt, ich wusste nicht. Das wird auf jeden Fall schon mal ein Schritt zur Verbesserung. Einfach in Windows TrueCrypt distribuieren, weil dann hat es halt jeder. Oder ein Virus verteilt, der bei TrueCrypt zu werden. Genau. Ja, das wird auch mal eine Maßnahme. Genau, so. Ja, genau. Dem Dateisystem. Und ich schreibe das Dateisystem voll, dann... Komme ich gleich zu. Es ist auf jeden Fall ein Nachteil. Also erstmal ganz kurz die Beispiele für diese Dateisysteme. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und zwar gab es da echt schon ein paar. Das sind jetzt so die bekanntesten noch davon. Wie gesagt, dieses Rubberhose als erstes. PhoneBook.fs gab es noch. Das war irgendwie so ein, naja, so ein kleines Licht, relativ kleines Licht. Und jetzt dieses StakeFS ist so das Neueste. Aber ja, selbst StakeFS wurde so richtig entwickelt bis 2001. Dann war da Schluss. Das gibt es irgendwie noch auf SourceForge. Das wurde auch so ein bisschen committed, aber irgendwie so richtig wird da auch nichts mehr gemacht. Also das fand ich eigentlich ganz interessant. Dass es so, ja, nicht so ein wirklich ready-to-use File-System gibt, weil die Probleme wurden theoretisch eigentlich alle schon ja, Ende der 90er betrachtet. Aber irgendwie hat es keiner gemacht. Genau, also im Prinzip nochmal ganz kurz hier die Vor- und Nachteile. Die Überschrift ist auch falsch, wie ich gerade sehe. Also wie gesagt, ihr seid die Ersten, die es sehen, von daher muss ich das noch fixen. Ja, die Implementierung ist auf jeden Fall komplexer. Da es ein Dateisystem ist, habe ich natürlich entsprechend viel Platz. Aber wie ihr eben schon sagtet, das kann sehr leicht zu Datenverlust führen, wenn ich halt eben nicht alles immer gemountet bzw. entschlüsselt habe. Ist eigentlich jetzt ein Nachteil, aber man muss es auch wiederum andersrum sehen. Im Zweifelsfall sind mir die Daten, also habe ich entweder ein Backup irgendwo liegen, natürlich auch verschlüsselt, und ich verliere meine Daten lieber, als dass ich sie preisgebe. Das ist halt so die Idee bei der ganzen Geschichte. So. Ja, soviel erstmal so zu den ganzen Möglichkeiten, die ich habe im Moment. Zumindest zu denen, die ich so finden konnte. Also die auch in der Praxis relevant sind. Es gibt natürlich immer wieder zig theoretische Ansätze, wie man es noch machen könnte, aber letztendlich finde ich es interessanter, was man auch wirklich so machen kann heutzutage damit. Oder war zumindest so jetzt meine Fragestellung. Und bei diesen Angriffsdaten habe ich mich jetzt gar nicht so auf diese einfachen Sachen konzentriert, sondern direkt auf diese steganografischen Dateisysteme, beziehungsweise auf diese Hidden Volumes, weil, ja, wie er schon sagte, also bei Bildern und so ist es ja relativ simpel, mit ein bisschen Aufwand da irgendwie rauszufinden, dass was manipuliert wurde. Und zwar gibt's, habt ihr bestimmt alle schon gehört, diesen Begriff Watermarking Attack. Sagt das jedem was oder nicht? Okay. Ja, also im Prinzip geht es darum, dass ich halt gucke, also Wassermarken gibt es ja auch, wenn ich irgendwelche Firmendokumente habe, die lesen im Hintergrund, damit ich weiß, wo das herkommt oder ja, wozu das gehört oder wem das mal kopiert wurde, wie auch immer. Und im Prinzip so ähnlich funktioniert es oder ist die Idee hier auch bei der Attacke auf die Kryptographie. Und zwar suche ich nach wiederkehrenden Mustern, um zu sagen, naja, das sind zwar auf den ersten Blick Zufallsdaten, aber auf den zweiten und dritten Blick sind es eigentlich keine zufälligen Daten mehr. Und dieses Problem hatten sehr viele ältere Systeme, oder also zum Beispiel BestCrypt war das und auch TrueCrypt am Anfang, soweit ich weiß. Und zwar war das so, dass die Daten, oder ist es so, dass die Daten sektorweise verschlüsselt werden? Das heißt,
ist es nötig, dass die Daten sektorweise verschlüsselt werden, weil die auf der Festplatte verteilt sind. Ist ja nicht so, dass wie auf dem Bandlaufwerk oder so die Daten, also eine Datei hintereinander liegt, sondern die sind überall so ein bisschen. Und dadurch kann ich die nicht an einem Stück verschlüsseln, sondern muss jeden Festplattensektor einzeln verschlüsseln. Das heißt wiederum, dass ich für jeden Sektor der Festplatte einen Initialvektor brauche zur Verschlüsselung. Das ist so, so ein Startwert, sag ich mal. Und es war so, bis, ich glaube 2004 war das, oder 2003 rum, dass zu der Berechnung dieses Initialvektors hauptsächlich einfach die ersten 16 Bit von der Sektor-ID benutzt wurden. Jetzt kann man sich mal das mal kurz durchrechnen. 16 Bit sind 65.535 Möglichkeiten oder 32 Megabyte. Das ist halt nicht so viel. Und heutzutage sind die ganzen Festplatten entsprechend groß. Das heißt, 32 Megabyte wiederholen sich relativ oft. So, und dann war natürlich einfach die Idee, man guckt, okay, wo habe ich Vielfache von 32 drin, wo sich bestimmte Muster wiederholen. Und schon kann ich sagen, okay, da sind keine zufälligen Daten drin, sondern, also konnte ich sagen, jetzt geht es mittlerweile nicht mehr, weil es angepasst wurde. Aber damals ging es auf jeden Fall. Und ja, wie ihr schon sagtet, es gibt ja auch Indizienprozesse. Das genügt zumindest als Hinweis darauf, dass es verschlüsselte Daten geben könnte. Und da kann man dann noch ein bisschen weiter forschen, ob man nicht dann doch vielleicht mal ein oder andere Passwort da rauskriegt. Das war so der erste Ansatz. Das wurde noch ein bisschen verfeinert. Und zwar gibt es auch noch eine Attacke, wo man sogar sagen kann, naja, da sind verschlüsselte Daten und zwar genau die Datei liegt da drin. Das ist besonders nützlich, wenn ich zum Beispiel, das gibt es öfter, dass ich ein Betriebssystem habe, was ich so boote zum Arbeiten und ein verschlüsseltes, was ich mit einem Passwort freischalte und dann boote. Da funktioniert die Attacke relativ gut, weil Betriebssysteme haben ja, zumindest wenn ich grob weiß, was für ein Betriebssystem das ist, gleiche Dateien. Das heißt, ich kann mir die auch ohne Probleme unverschlüsselt besorgen. Denn das ist eine der Anforderungen. Die Datei, die ich mir betrachten möchte, muss ich einmal unverschlüsselt vorliegen haben. Und zwar natürlich genau in der Version. Und ich muss den Krypto-Algorithmus raten. Also sprich, ich muss es letztendlich dann vielleicht 10-mal durchführen oder so, um alle abzudecken, alle gängigen. Und zwar so, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich versuche es irgendwie plausibel zu erklären. Ich nehme jetzt die Datei, schaue mir die einmal so an, also einmal unverschlüsselt an und einmal verschlüssel ich sie mit diesem Algorithmus, den ich mir ausgesucht habe. Und dann suche ich mir auf der Festplatte quasi, schaue ich mir alle Sektoren an. Bitte? Okay. Schaue ich mir alle Sektoren an und schaue quasi, ob ich identische, also ein Sektor sind mehrere Blöcke. Am Anfang habe ich den Initialvektor und danach die eigentlichen Daten. Und ich gucke, ob nach diesem Initialvektor der erste Datenblock bei zwei Sektoren identisch ist. Oder bei mehreren. Zwei mindestens, mehrere sind besser. Beziehungsweise kann ich schaden. Und dann gucke ich mit meiner Datei, die ich teste und der Version, die ich als verschlüsselt vermute, ob mit zwei XOR-Operationen, also ein exklusives Oder, ob da mit meinem unverschlüsselten Block 1 und dem Initialvektor des ersten gefundenen Sektors das gleiche rauskommt wie mit meinem zweiten Block und dem zweiten gefundenen Initialvektor. Okay? Wenn das so ist, heißt es nämlich, dass ich auch, dass der erste Block und der zweite Block mit einer XOR-Operation das gleiche ist wie der Initialvektor des ersten gefundenen Sektors und des zweiten. Und daraus kann ich ableiten, dass die Datei verschlüsselt vorliegt. Das ist die Idee bei der ganzen Geschichte. Ja? Ist es richtig, dass das dann nur für Stromschiffe gilt? Kann ich so nicht sagen. Zumindest nicht 100%, von da sage ich da lieber gar nichts. Genau, also wie gesagt, das sind so Möglichkeiten, wie man eben diese Sachen doch wieder findet, selbst bei diesen Dateisystemen, wo man ja meinen könnte, dass es relativ sicher ist. Das kann man sogar darauf runterbrechen, ob eine bestimmte Datei vorhanden ist, wenn man den entsprechenden Aufwand natürlich reinsteckt. Ist natürlich selbst bei Betriebssystemen jetzt so eine Sache, ja, Taschenrechner geht vielleicht, der wird wahrscheinlich nicht so oft gepatcht, aber irgendwelche Windows-Dateien, die werden ja nach jedem Update geändert, die eignen sich natürlich nicht so gut. Was vielleicht auch eine Idee wäre, wenn es irgendwelche geheimen Dokumente gibt, die geleakt sind oder so und ich will wissen, ob der genau das Dokument hat oder so, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, das so zu machen.
ja, genau, wie gesagt, ich wollte einen groben Überblick geben. Darum wäre das jetzt soweit das zu den Dateisystemen bzw. zu der Kryptographie selbst, wo ich mir dann auch noch so ein bisschen Gedanken zu gemacht habe, ist, wie bewahre ich denn so ein Passwort dann auf, weil letztendlich kommt es immer dazu, dass ich irgendwie ein Passwort habe, um das dann freizuschalten. Und die Sache ist halt einfach, dass Passwörter auf jeden Fall so lang und komplex sein sollten, dass man sie sich nicht merken kann. Also ich kann mir das zumindest nicht merken, ich kenne wenige, die es können. Und habe da so ein bisschen rumgesucht und dachte, naja, irgendwie muss es doch was Cooles geben, wie ich mir sowas merken kann. Oder wie ich sowas ablegen kann oder wie auch immer. Aber ich bin da nicht so wirklich fündig geworden. Und dachte, ich stelle einfach mal so zwei, drei Sachen vor, die mir so durch den Kopf gegangen sind oder die ich auch selbst benutze. Das erste Beispiel wäre, ich habe es jetzt mal Buchmethode genannt, ich weiß nicht, ob es da einen offiziellen Namen für gibt. Ist einfach die Idee, dass ich mir dann merke, bitte? Exakt so heißt es ja. Okay, perfekt. Ja, also ich merke mir quasi nicht das Passwort, sondern halt einen Hinweis auf mein Passwort. Und als Beispiel habe ich jetzt halt einfach ein Buch genommen, was ich mir aus dem Regal greife. Da merke ich mir dann die Seitenzahl und natürlich das Buch. Und bilde einfach aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Zeilen ein Passwort. Oder nehme jede zweite Zeile, irgendwie sowas halt. Und ein Buch ist eigentlich ganz praktisch, weil das habe ich in der Regel länger. Es gehen natürlich auch andere Sachen, wie irgendwelche Geräte, Seriennummern oder, keine Ahnung, meine Lieblingskatze oder so ein Zeugs. Weil das ist vielleicht ein bisschen kurz. Ja, irgendwie sowas halt. Auf jeden Fall sollte es halt langlebig sein. Von daher ist Katzen leben relativ lange. Aber so, weiß nicht, die Seriennummer von meinem Handy ist halt ein bisschen blöd, weil das verliere ich morgen und dann habe ich es halt nicht mehr. Genau, das ist so die Idee bei der Sache. Das nutze ich, wie gesagt, selbst, weil es eine relativ simple Möglichkeit ist, komplexe Passwörter sich irgendwie zu merken, ohne sie halt explizit aufzuschreiben. Die zweite Sache wäre, dass ich mir das Passwort natürlich einfach irgendwo ablege auf einen Datenträger und den dann irgendwo, ja, hinterlege oder, weiß ich nicht, irgendwo unter eine Decke klebe oder keine Ahnung, ja, möglichst gut verstecke halt. Problem bei der Sache ist natürlich, ich muss es so verstecken, dass ich selbst nochmal drankomme und kann es auch nicht, weiß nicht, quer durch Deutschland schicken, weil dann muss ich ein bisschen wieder zurückschicken lassen, wenn ich es dann wirklich mal brauche. Von daher finde ich die Methode schon nicht mehr so optimal. Wenn es gar nicht anders geht, ja, aber also man könnte es vielleicht auch in ein Schließfach legen. Das Blöde ist natürlich dann wieder, wenn ich irgendwie hochgenommen werde, dann wissen die natürlich auch, dass ich ein Schließfach habe. Ja, das ist halt so die Sache. Und die letzte Möglichkeit, die mir noch eingefallen ist, die ist nicht toll, ganz wichtig, ist Biometrie. Ja, erstmal die Vorteile sind natürlich, dass ich einfach aus irgendwelchen Merkmalen Passwörter generieren kann, die relativ komplex sind. Und ich habe die Merkmale natürlich immer dabei in Form der Augen oder der Hände oder wie auch immer. Bitte? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Ja, die Sache ist halt, also einmal das natürlich. Und die Sache ist, genau, ändern. Ja. Ne, die Sache ist halt auch, dass es relativ leicht identifizierbar ist. Also wenn ich ein Fingerprint-Passwort habe, dann muss ich irgendwo einen Fingerprint-Scanner haben. Wenn ich irgendwie ein Iris-Passwort habe, muss ich irgendwo einen Iris-Laser haben. Bitte? Ja, und wenn du Fingerprint hast, so stelle ich dir einmal den Finger. Dann kommst du für eine Weile nicht mehr her. Den geht schon weiter, ja genau. Dann musst du vorher irgendwo ein Backup klonen. Ja, und die andere Sache ist halt, dass zumindest Fingerabdrücke oder Iris, je nachdem, können auch einfach gefälscht werden. Also von daher ist es auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also wie gesagt, das sind so die Sachen, die mir jetzt eingefallen sind. Ja, würde ich noch ganz kurz erstmal schließen und zur Diskussion übergehen. Also ja, es gibt zig Methoden, irgendwie Informationen zu verstecken. Aber ja, wie ich selbst bei diesen steganographischen Sachen gezeigt habe, ist nicht alles nicht das Gelbe vom Ei und so 100% sicher ist nichts. Also zumindest nichts, was ich jetzt so in der Praxis gefunden habe. Ist letztendlich wie fast überall eine Frage des Aufwands, den ich betreibe, um eben da dran zu kommen. Genauso sieht es bei dieser Passwortablagegeschichte aus. Ist alles irgendwie, wie ich es ja vorgestellt habe, nicht das Gelbe vom Ei. Diese Buchmethode finde ich noch so am charmantesten, aber es ist ja nicht toll. Sagt der Bruce Schneider was? Ja. Security-Gruppe und so. Und der hat dann immer gesagt, seiner Meinung nach, dass der immer noch, du machst dir ausreichend langes und zufälliges, was auch immer das heißen mag. Aber ein ausreichend langes und zufälliges Passwort und schreibst das einfach auf den Zettel und packst es in den Portemonnaie. Und seiner Meinung nach ist das immer noch das Beste, weil dein Portemonnaie ist dein bestgültiges Geheimnis. Und du weißt sofort, wenn es weg ist. Dann weißt du sofort, oh, ich habe ein Problem. Er meinte, das ist immer eigentlich gar nicht doof. Aber ich würde mal ganz kurz mit der letzten Folie schließen, dann können wir diskutieren.
Wenn man ganz lieb. Sorry. Was ich mich ganz interessant fand, bei den Dateisystemen war die Idee, die wurde in einem Paper so theoretisch angedacht, nämlich dass man noch eine Komponente reinbringt und sagt, naja, Dateisystem ist schon gar nicht so schlecht, aber wir verteilen das einfach mal über das Internet oder über verschiedene Rechner und bringen dadurch halt noch eine Zufallskomponente mehr rein. Im Zweifelsfall kann man ja auch noch ein RAID drunter bauen oder so, dass man halt die Information mehrfach hat. Aber man verteilt es einfach halt so auf der Welt, dass man halt möglichst nicht mehr rankommt oder auch in verschiedenen Clouds oder wie auch immer. Ja, das war so ein ganz cooler Ansatz, den ich auf jeden Fall noch gefunden habe. Ja, dann weiß ich, dass du selbst nicht mehr weißt, wo es geht. Ja, das ist natürlich dann schlecht. Also dann noch rankommst, ist okay. Genau, also wie gesagt, das war jetzt so der interaktive Vortragsteil von mir. Genau, und dann würde ich natürlich auch mit euch nochmal gerne so ein bisschen diskutieren, wie man das mit den Passwörtern machen sollte, weil, wie gesagt, ich habe auch noch nicht so die beste Idee gehabt. Danke. Ich habe vor einer Weile den Ansatz gehört, man könnte einfach eine riesen Menge an MP3s, Filmen und Bilder verwenden, ne? Und die Dinge in einer festgelegten Reihenfolge nebeneinander bauen. Das erhöht den Speicher signifikant, den man damit hat. Und man hätte die Möglichkeit, dass es deutlich weniger einfach zu erkennen ist, weil man halt, selbst wenn man da eigentlich schon den Teil weiß, dass das dann was ist, dann muss man das auch die ganzen anderen dazu finden. Ja, das ist im Prinzip genau diese Distributed-Idee, die nur halt auf Dateien projiziert. Ja. Ja, dann geht's wieder los. Genau, weil dann muss es ja irgendein System geben. Das Ganze ist schlechtes Ja, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, dass ich irgendwelche Sachen 50 Mal stacke, wobei es nicht immer sicherer wird dadurch. Bitte schön, ich glaube, du warst erst. Das mit dem Passwort in der Brieftasche ist wahrscheinlich in einem Rechtsstaat bei uns vielleicht nicht so das Problem, aber im Prinzip, wenn du von Behörden verfolgt wirst, dann ist es auch das Erste, was die machen, die lassen dich ein und schauen deine Sachen durch. Und wenn da ein Zettel drin ist, ja, mit irgendwelchen Zufallszahlen, die nach einem Passwort suchen, also das ist nicht so nicht das Problem. Aber es gibt aber da Systeme, dass du zum Beispiel so eine große Matrix an Zeichen, an Zahlen, was auch immer hast, und du weißt quasi nur in der Matrix ansetzen musst, weil du so ein Teil dann bist du aber auch wieder bei dem Barbaros-Problem. Ja, also solange du irgendwas verschlüsseln willst, speichern willst, wie auch immer, solange es da ist. Was ich mir gerade überlege, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, ist einfach ein Passwort, was alle Daten auf genau Null setzt. Weil dann kann ich definitiv behaupten, ich habe keine Daten mehr. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wenn du das nicht damit dadurch, dass du den Geldbeutel immer dabei hast, kannst du auch, wenn du irgendwie merkst, dass da irgendwas ist, sofort irgendwie was weiß ich, das vernichten. Ja, ich wollte das sagen. Merkst du ja meistens auch, wenn du dein Passwort oder dein Geldbeutel oder was weiß ich. Das ist der Vorteil am Geldbeutel. Na, das stimmt, das ist direkte Kontrolle. Ja, glaube ich, echt gesagt, dann ist einfach dein Zettel auch nach dem Motto. Genau. Ja. So, jetzt aber hier vorne wolltest du die ganze Zeit schon was sagen. Ja. Nee, dich meinte ich also. Ja, okay. Wie ist das dann? Dann habe ich ja wohl eindeutig nicht mehr die Daten. Ich glaube, das Wichtige ist dann, dass du vor mindestens zwei Beamten den Zettel isst. Dass sie da auch Zeugen haben. Ja, wie gesagt, das wäre die Idee mit dem. Ja, aber aber wie gesagt, der Ansatz, dass es wirklich genullt wird, ist dann zumindest plausibel. Ich meine, habe ich es natürlich vorsätzlich vernichtet, das kann man mich natürlich auch wieder für anklagen, aber dann war es das halt. Ja. Ja, bitte. Das Problem mit Besuchen von voller Methode aus, uns schwierige Passwörter zu belegen, so wie Bücher oder Zettel, ist, je mehr Aufwand ich da reinstecke, ein Passwort zu haben, desto eher, wenn ich das eine Passwort an verschiedenen Stellen. Und das beste Passwort bringt nichts, wenn es bei vielen Nutzer hat. Die Leute vom sehr älteren guten Kollegen in Montenegro anfragen, wie ist das Passwort? Also wahrscheinlich ist ein mittelmäßig starkes Passwort, wie man merken kann. Und dann verschiedene mittelmäßige Passwörter, die ich auf diesem Stelle nutze, sinnvoller als ein starkes Übergriff. Oder ein starkes, das ich kombiniere, dann Variante davon mache. Was ich halt mache, ist aber ein starkes oder ein Teil von einem starkes und für jeden Service, den ich halt den Service Namen hinten habe. Gut, dann wollte ich nur das Starke zu merken und so. Ja, sowas mache ich auch. Also, sowas ist ein dummes Zeichen. Ja, da oben dummes. Da hinten war noch eine Meldung. Genau, das ist schon von
zufällige Vektoren, dass man sich einfach einen Satz aussucht, den man sich gut merken kann, dann die Anfangsbuchstaben nimmt und dann halt für jeden Dienst noch irgendwie einfach nur die Konsonanten drauf. Ja, und dann die drei Schritte raus. Ja, aber der Punkt ist halt immer, wenn ich ein System reinbringe, ist es halt schon wieder nicht so toll. Bitte? Du hast mit deinen Passwörtern möglicherweise zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass inzwischen die Rechenleistung so groß ist, dass man sehr viel Passwörter blutforcen kann. Das heißt, die müssen immer länger werden. Das zweite Problem ist, dass du unheimlich viele Stellen hast, wo du ein Passwort haben solltest. Also zum Beispiel 25.000 Webforen, bei denen du dich angemeldet hast. Für das zweite gibt es als einen Lösungsvorschlag ein paar recht coole Browser-Plugins, zum Beispiel Passhash. Der fragt dich nach einem Masterpasswort, extrahiert aus der Domäne einen charakteristischen Teil, packt die beiden zusammen und berechnet daraus einen Hash, also berechnet daraus ein eindeutiges Passwort. Das hat den Vorteil, also du hast die Seite ein eindeutiges Passwort und dein Masterpasswort ist nicht Bestandteil dieses Passworts, was bei diesen einfachen Schemata ist, weil, oh Gott, ich weiß nicht welche, Sony war es genau richtig, die ihre Passwort in Datex gespeichert hat in ihrer Datenbank, weil dann bist du geeignet in so mit einem zu einfachen System. Na ja, klar. Das Wobei. Andere ist, zu kurz ist das Problem, dass man sich immer längere Passwörter merken muss. Da muss man die Bluteforcer einfach ausbremsen. Und das schaut zum Beispiel, also Linux, dieses Key-Scheduling für den Club, das man da drüber legen kann, die benutzen PBKDF, dieses Password-Based Key Derivation Schedule. Das Ding ist nimmt im Prinzip ein Passwort von dir her und macht danach eine sehr, sehr rechenaufwendige Operation. Also die braucht auch, je nachdem wie du es einstellst, braucht die auch auf einem modernen Rechner so eine Sekunde etwa. Das heißt, dein Passwort, auch wenn ich mal vertippt für zwei, drei Versuche, ist es ein bisschen nervig, aber das macht nichts. Für Bluteforce ist damit vollkommen raus. Also die machen eine komplizierte Operation und blasen die geringere Entropie von deinem Passwort auf was ziemlich Großes aus, was man dann in einem starkes Verschlüsselungsverfahren nehmen kann. Das ist meiner Meinung nach ein brauchbarer Ansatz. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also die Sache ist auch, ich habe auch überlegt, ob ich diese Passwortmanager mit reinnehmen soll, aber für Kryptosachen nimmt man keine Passwortmanager, um das nur nochmal zu sagen. Was eigentlich klar sein sollte, aber. Oh. Das sind jetzt zwei Themen. Das eine ist die Liability. Die ist, glaube ich, bisher ungelöst in so ziemlich jeder Richtung, weil entweder ich habe überhaupt keine Chance, es irgendwie mit Tools irgendwie zu machen, weil wenn es Tool da ist, bin ich sowieso gearscht. Die Alternative ist dann eben, vielleicht die Daten eben nicht da zu haben, dass. Da komme ich halt wieder zu dem Problem, dass man sagt, okay, da ist irgendein Grundrauschen, du hast da irgendwas Verschlüsseltes. Ich habe überhaupt nicht physikalisch hier abgeschnitten, liegen in der Wolke, was weiß ich wo. Achso, ja gut, okay, wenn man das plausibel sagen kann, ja. Nicht auf dem Laptop, sondern dort. Was da übrigens auch ganz interessant ist, als die Kino-TO hochgenommen haben, hat irgendein anderer gesagt, ich weiß nicht welcher das war, dass das einzige Problem nur war, weil das ja auch auf zig Servern lief und so weiter, dass sie nicht ausschließen konnten, dass ein einziger Server in Deutschland steht. Hätten sie das ausschließen können, hätten die nie belangt werden können. Also, das ist eine Sache. Das Problem ist eben, wie gesagt, diese ganz allgemeinen Passwort-Storage, wie auch immer. Ja. Aber gerade so, da gibt es ansatzweise Lösungen inzwischen. Das eine ist ja da so die neue Entwicklung, also die Passwortlänge sozusagen aufzuweiten, gibt es ja dann noch die Idee, die ganzen Späßchen mit. Keine Ahnung, nochmal 30 Sonderzeichen, also das gleiche Sonderzeichen hinten dran, dann kannst du die Brute Force auch durch. Das ist eigentlich gar nicht doof. Ja, das ist nicht also, nee, klar, weil das habe ich noch nicht gehört, also finde ich gar nicht so schlecht. Ist gleich. Nein, aber du hast ein anderes Sonderzeichen dir ausgedacht, dass ich. Du nimmst einen Punkt, ich nehme einen Dollar und dann habe ich halt ein 32 Zeichen langes Ding. Viel Spaß beim Brute Force. Aber 32 mal dasselbe Zeichen, dann wird doch nicht deine Entropie am Ende. Weil er weiß, dasselbe Zeichen kommt 32 mal. Das kann man so nicht sagen. Zweimal das gleiche Zeichen am Ende noch dran, den Entropie aufbauen. Also in dem Moment, wo dieses Schema die Runde macht, gibt es einen erweiterten Regelsatz für John the Ripper und dann bist du an der Stelle auch wieder raus. Was tatsächlich funktioniert, weißt du, ob ich 32 oder 31? Was tatsächlich hilft oder was helfen kann,
diese Sache mit dem Passwortsatz, nimm dir die Anfangsbuchstaben, bau dir zwei Sätze. Bau dir einen Satz, den du tatsächlich in voller Länge eintippst, und mach doch mal einen mit den Anfangsbuchstaben, den verkürzten. Dann hast du dir was merken müssen, du musst vielleicht 20, 25 Zeichen eingeben, aber damit bist du sowohl aus dem Brute Force-Bereich raus, als auch bei den Dictionary Attacks, weil jeweils entweder ist es zu lang oder ein Teil davon steht in keinem Dictionary. Ja. Okay, Alternative 2, Secondary Authentication über, keine Ahnung, Hardware Token, irgendeins. Also das heißt halt, du musst die Stick immer noch dran stecken, ich müssen zum kurzen Kern. Es hilft dir für Verschlüsselung ja nichts. Das ist ja nur für eine aktive Authentisierung. Verschlüsselte Daten, die antworten nicht. Aber für deine 1000 Foren, die du angewendet bist, alles gut. Ja, gut, also wie gesagt, das Forum würde ich sowieso außen vor lassen, weil da kann man wirklich so einen Passwortgenerator nehmen, einen Masterpasswort, was sich merkt und fertig. Also das ist klar, das hat ja mittlerweile fast jeder. Gut, ja, bitte. Ich möchte nochmal von dieser plausible Deniability-Geschichte warnen. Also wenn man die einsetzt, also man muss sich genau überlegen, in welchem Szenario gerät man. Also meistens, ich unterstelle mal, in größer 90% der Fälle, wenn man sagt, okay, da gibt es Daten, mit denen bekomme ich am Zoll oder irgendwo unterwegs Ärger. In einem Löwenanteil der Fälle ist es besser, die Daten, wie schon auch mal erwähnt, in die Wolke zu schmeißen. Die schmeiße ich auf meinen Google-Account, die habe ich vielleicht steganografisch versteckt in irgendeinem Video auf Flickr oder irgendwo. Ich reise einfach ein in das Land und hole sie mir danach aus dem Netz. Das ist in fast allen Fällen die angenehmere Lösung. Wer wissen möchte, wie es Leuten geht, denen die Regierungen damit Ärger machen bei der Einreise und danach gucken, I.O. Error auf Twitter, Jacob ja. Rosenbaum heißt er, glaube ich, oder? Applebaum. Jacob Applebaum. Den seinen Twitter-Stream lesen, der steht bei den Amerikanern auf irgendeiner offiziell nicht existenten schwarzen Liste. Ja. Und landet bei jeder Ein- und Ausreise im Orange Room. Es ist also wenig spaßig, was man da dort macht. Ja, und er geht so weit, dass er einfach mittlerweile entweder gar kein Notebook mitnimmt oder ein komplett leeres. Genau, man liest regelmäßig seine Tweets, arriving at US border, wiping laptop now. Ja. Ja, er reißt in der leeren Festplatte ein und auf der anderen Seite holt er sich wieder aus dem Netz. Ja. Gut, ja, dann würde ich das soweit schließen. Dann vielen Dank für die Beteiligung. Ich fand es produktiv. Dankeschön.